Hallo ihr Lieben, heute mit einem XXL Süßigkeiten-Haul vom Lidl und vom Aldi. Und da ich immer, diese Lidl-Tüte ist meine klassische Tüte, weil ich mit der immer einkaufen gehe, habe ich auch nur eine Lidl-Tüte und hier sind die ganzen Süßigkeiten aus dem Lidl und dem Aldi drin. Und dieser Haul wird etwas ganz Besonderes, denn ihr dürft mitraten. Ich zauber jetzt einfach mal Süßigkeiten aus der Tüte, die ich gekauft habe. Und ihr müsst raten, ob es Lidl oder Aldi ist. Los geht es mit diesem süßen Produkt hier. Von der Marke Biscotto. Pinguin. Pinguin lecker und lustig sind sie. Mit weißer Schokolade, dunklem Keks. Die sahen so lecker aus. Das hat mich direkt angesprochen. Ich fand die Pinguine einfach niedlich. Ich musste sie einfach kaufen. Jetzt ist natürlich die Frage, ist es Lidl oder ist es Aldi? Bei so einem neuen Produkt gar nicht mal so einfach, wie ich finde. Ich würde jetzt, glaube ich, auf Anhieb wahrscheinlich auch nicht drauf kommen. Ich gebe euch 1, 2, 3 Sekunden und es ist... Richtig, es ist der Aldi. Weiter geht's mit dem nächsten Produkt mit den Milchmäusen. Sehen die nicht niedlich aus? Die Milchmäuse in der Sorte Cornflakes. Und ihr könnt schon mal raten, ob die aus dem Aldi oder aus dem Lidl sind. Denn ich habe die Milchmäuse gleich dreimal gekauft. Nicht nur in der Sorte Cornflakes, sondern auch in der Sorte Karamell. Und wo sind sie noch? Und nochmal in der klassischen Sorte Milchmäuse, Milch und Haselnüsse. Das ist, glaube ich, Haselnuss ist da drin. Und ich liebe Milchmäuse. Mögt ihr die auch? Ja, und wir wissen, alle, die Milchmäuse lieben, wissen, sie kommen aus dem Aldi. Das ist richtig. Das war auch einfach. Und weiter geht's mit einer Schokolade. Ich würde es ein bisschen schwerer machen. Ich fummel jetzt mal so ein bisschen hier rum und hier... So, weiter geht's mit Schoko und Keks. Ich wollte es eigentlich schwerer machen. Schoko und Keks, ich liebe diese Kekse. Liebt ihr die auch? Ich finde die so geil. Mit dieser Milchcreme oben drüber und der Schokolade und dem Keks. Einfach genial. Und die sind 1, 2, 3, ja, ich habe es schon erraten. Ich mache es euch zu einfach. Es ist schon wieder Aldi. Aldi ist einfach super. Und weiter geht's mit... Oder war es jetzt nicht Aldi? Doch, es war Aldi. Chateau ist immer Aldi. Sorry. Weiter geht's. Ich bin das selber so ein bisschen verwirrt. Mit Milchschokolade. Die sieht auch super lecker aus. Quasi der nachgemachte Kinderriegel XXL von Mr. Chalk. Und wer ist Mr. Chalk? Das ist eine gute Frage. Ich habe mir sogar noch einen Kastenbon, weil ich da mal selbst so durcheinander komme. Und damit kann ich ausschließen, ja. Mr. Chalk ist von, ratet mal mit, 1, 2, 3, ja, die Kenner wissen es, es ist vom Lidl. Und jetzt mache ich es mal wirklich schwierig. Wo habe ich wohl diese Lions gekauft? Snack und Peanut, Snack-Size Peanut. Lions mit leckeren Erdnüssen. Die könnte es ja theoretisch auch im Lidl geben, die könnte es auch im Aldi geben. Wo habe ich die gekauft? 1, 2, 3. Es ist eine Herausforderung, dass wahrscheinlich mehr Lotto hier spielen. Ich sage es euch, ich habe diese Dinger im Aldi entdeckt. Aldi sollte man echt nicht unterschätzen bei den Süßigkeiten. Weiter geht's mit dieser Schokolade von Fincaré. Es ist eine Vollmilchschokolade. Lecker, lecker, lecker. Und die ist aus dem, mal mitraten, Lidl oder Aldi, Fincaré. 1, 2, 3. Ja, richtig, es ist aus dem Lidl. Das war richtig. Und jetzt ist es vielleicht, nein, Milchfreunde. Wer hat gerade eben aufgepasst? Ihr seid noch dran, glaube ich, und sehr aktiv. Ich mache es euch sehr einfach heute. Ja, die Milchfreunde, nicht die Mäuse, die Milchfreunde kommen aus dem Lidl. Das ist richtig. Aber ihr braucht so eine kleine Herausforderung. Und da frage ich euch mal, was für Sorten gibt es denn noch von dem Lidl, von den Milchfreunden? Im Aldi hatten wir ja bereits ein paar spannende Sorten mit Karamell und so weiter. Gibt es Karamell auch im Lidl? Ich hole es mal hoch. Ja, die Milchfreunde gibt es auch mit Karamell im Lidl. Und es gibt eine Sorte im Lidl von den Milchfreunden, die gibt es nicht im Aldi. Und
Ja, richtig geraten. Das sind die Milchfreunde in der, was ist denn das eigentlich? Waldbeere und Vollmilchschokolade. Abgefahren. Milchcreme, Waldbeere, Vollmilchschokolade. Milchfreunde, Milchbärchen, man kommt hier komplett. Nee, Milchmäuse waren, man kommt komplett durcheinander, ne? Weil die Milchfreunde könnten auch Bärchen heißen. Ich weiß gar nicht, warum heißen die Freunde. Freunde sind nett, aber ich halte die nochmal ganz kurz gegenüber. Eine Sekunde. Das ist schon irgendwie spannend, ne? Wie nah die beiden sich so sind, ne, die Milchfreundin Karamell. Hier hat man das Gefühl, dass hier irgendwie mehr Karamell drin ist, aber ich werde die beiden Dinger auch noch zusammen testen. Da freue ich mich drauf. Ihr raten weiter. Ich habe hier noch eine wunderschöne Tafel Schokolade und Junkfood-Guru-Fans wissen sofort, wenn ihr es gesehen habt, ja, diese Schokolade kann nur aus dem, richtig, 1, 2, 3, aus dem Aldi kommen. Das ist richtig, das ist die super leckere Pur-Schokolade und die habe ich tatsächlich gekauft. Wupp, schon wieder da, um sie, oh Gott, ich habe sie zerknickt, scheiße. Die habe ich gekauft, weil ich sie nämlich mal mit dieser Lidl-Schokolade zusammen gegentesten möchte. Und darum geht es dann auch bald in den Videos. Ich teste direkt die Aldi- und Lidl-Süßigkeiten zusammen. Und deswegen folgt hier nochmal was aus dem Chateau. Was ist es? Aldi oder Lidl? Na, schon verwirrt. Chateau, 1, 2, 3. Ja, es ist natürlich Aldi. Und zum Vergleich zeige ich euch dazu nochmal das Lidl-Produkt von Mr. Chalk. Das ist echt spannend. Und ich werde diese Produkte jetzt immer zusammen testen und entscheiden, was schmeckt besser oder schmeckt es vielleicht doch gleich. Vielleicht muss ich es auch blind testen. Ich weiß es nicht. Das war der Süßigkeiten XXL-Haul aus dem Aldi, aus dem Lidl. Heute mal vor anderem Hintergrund. Ich wollte es mal ein bisschen spannend machen, auch mit dem Raten. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Schreibt mal in die Kommentare, ob euch das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal, es würde mich super freuen. Empfiehlt mich weiter und bis bald, ihr Lieben. Tschüss.